Das ist dieses Muster, was ich euch schon gesagt habe, beziehungsweise gezeigt habe. Auch hier habe ich 18 Maschen für den Muster und zwei Randmaschen genommen. Und so geht das mit dem Muster. Die erste Masche ist immer die Randmasche. Dann haben wir drei Maschen hier. Da stechen wir zwischen der dritte und vierte. So, holen den Faden, lassen die drei Maschen auf der linke Stricknadel und die würden wir ganz normal nach rechts stricken. So, die würden ganz normal nach rechts abgestrickt. So. Wieder zwischen dritte und vierte den Faden holen. Moment. So. Ihm nach vorne hier ziehen, aber die Maschen lassen. Und jetzt drei Maschen rechts abstricken. Eins, zwei und drei. Und wieder zwischen dritte und vierte. Den Faden lassen, bisschen nach vorne ziehen und die drei Maschen rechts abstricken. So. Und wie du siehst, so sieht das aus. Nochmal. Und die drei Maschen, die würden wir jetzt nach rechts stricken. Eins, zwei und drei. Und wieder. So. Eins, zwei und drei. Und das letzte Mal den Faden holen zwischen dritte und vierte Masche und die drei Maschen auf der linken Stricknadel, die stricken wir rechts ab. Eins, zwei und das dritte Mal. Und dann bei mir ist die letzte, die Randmasche, die stricke ich nach links. Wir haben jetzt unsere zweite Reihe. Die erste ist die Randmasche. Dann haben wir hier zwei Maschen. Ich war kurz am Überlegen, deswegen musste ich schnell in mein Heft reinschauen. Es sind einfach in der letzten Zeit zu viele Muster. Das ist die zweite Reihe jetzt und die erste Randmasche. Dann haben wir zwei Maschen rechts, eins, zwei und die nächsten zwei Maschen zusammen nach links. So. Dann haben wir wieder zwei Maschen rechts, eins, zwei und zwei Maschen links. Und das wiederholen wir. Zwei rechts und zwei zusammen links. Zwei Maschen rechts und zwei Maschen zusammen nach links. So. Zwei Maschen nach rechts, eins und
2 und 2 Maschen zusammen links. Und auch diese Muster, wie du siehst, braucht keine Skizze, keine Zeichen, gar nichts. Ist kinderleicht und das war's. Das ist jetzt die dritte Reihe, eine Randmasche und eine Masche rechts und 2 Maschen nach links. Wieder und 2 nach links. Eine rechts, 2 nach links. Und 2 links. Und bei mir ist die letzte Masche, das ist die Randmasche. Die nächste Reihe, vierte, das sind alle Maschen links. Das ist die Randmasche und dann stricken wir alle Maschen nach links. Und ab der fünften Reihe wiederholen wir das Ganze. Das ist unsere vierte Reihe. Normalerweise musste man das stricken, wie die Maschen erscheinen, aber bei dem Muster ist das nicht dieser Fall. So. Das war's. Wieder ganz kurze Muster, wie du siehst. Hier sind die, bestimmt hast du das schon gemerkt, dass die Reihen so kurz sind. Das ist deswegen, weil ich habe hier nur 2 Reihen gestrickt. Jetzt mit euch habe ich 4 Reihen gestrickt, genauso wie hier. So, das war's für heute, für diesen Tag. Mehr kriegt ihr heute nicht. Ihr habt genug jetzt zum Stricken. Ich hoffe, das hat euch mit mir heute Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, insgesamt 4 Muster gestrickt. Und ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder bei mir vorbeischaust. Und ich wünsche euch ganz schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Eure Mira. Tschüss.